Kannst du tanzen? Hey, hey, so gemacht? Ja. Hallo Leute, herzlich willkommen bei meinem Webshow auf einer Matte mit Omid und ich bin hier mit zwei besonderen Gästen, mit Gibi, John Bastian, John und Bastian. Und die sind hier beide und machen wir heute ein kurzes Interview. Wie geht's dir, Bastian? Gut, danke, danke. Wie geht's dir? Ich weiß, also warte, ich weiß, dass du machst... Ich weiß, dass du machst viele und du bist sehr beschäftigt, also die beiden. Aber was machst du eigentlich beruflich? Also ich bin Grafiker, staatlich anerkannter Grafikdesigner, so sagt man dazu. Das steht auf meinem Ausbildungsschein. Ja, wow. Und ich würde mich mal eher so als kreative Person bezeichnen. Also wenn sich das dann letztlich quasi im Gestalten von Logos oder irgendwelchen Plakaten oder Websites äußert, ist das eine Sache. Aber genauso kann ich zum Beispiel so einen Raum hier irgendwie gestalten. Oder okay, auch ein Event zusammen mit Bastian. Haben Sie auch viele Events zusammen gemacht, ja? Ein paar, ja. Wir haben ja zusammen eine Agentur. John ist Designer, ich bin Werbekaufmann. Im Keksbox, ja? Oder? Genau. Wie spricht man aus? Das Keksbox oder Keksbox? Keksbox. Keksbox. Keks. Keks? Oder, nein, Keks. Warte. Keksbox. Ja. Also sag ich einfach KBX. KBX, ja. Genau, das ist einfach. Was ist der Hashtag KBX? Und kannst du eine Omid-Logo machen? Ja, kein Problem. Ja, mach das denn bitte! Ja, so dass man sieht oder... Es ist besser, mach das so, ja. Ja, ist kein Ding. Let's go! Oh man, sehr süß! Warum helfen Sie beiden mit dem mit Flüchtlingen und arbeiten mit Flüchtlingen zusammen und machen auch wie Welcome Camp und Refugees Meetup und Major Residence? Sie haben auch das zusammen mit den Flüchtlingen und sowas gemacht und gearbeitet viel mit Flüchtlingen. Warum? 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 Ich, also es war eine Frage für mich. Du darfst übrigens du sagen zu uns, ja. Du musst nicht sie sagen. Ja. Okay. Genau. Auslösendes Moment, also abgesehen davon, dass wir, glaube ich, uns sowieso sehr interessieren für die Gesellschaft und auslösendes Moment vor inzwischen 3 Jahren, als viele weniger nette Deutsche anfingen auf die Straße zu gehen. Hauptsächlich montags und an Bussen rüttelten und Unterkünfte anzündeten, war es uns, glaube ich, wichtig, oder mir auf jeden Fall, da Position zu beziehen und zu zeigen, dass Weltoffenheit, Toleranz, Respekt, Hilfe hier zur Gesellschaft dazugehören und die Demonstranten und die bösen Menschen eher die Ausnahme sind. Und warum? Na, mir gefällt das Konzept von Weltoffenheit an sich sehr gut und Willkommenskultur ist irgendwie so ein Unwort geworden, aber also bei mir in der Familie ist es immer so gewesen, dass es die Tür immer offen war, egal für wen so. Das finde ich sehr gut. Dankeschön. Dude. Dude. Und wie hast du diese Idee bekommen, von Media Residence so ein Projekt von Networking und geflüchtete Leute und Neukammer zu machen? Die Grundidee ist von Gesicht zeigen entstanden, dem Verein, der über dem Projekt schwebt. Und Gesicht zeigen hat im Zuge der Konzeption und der Anträge von Fördermitteln, in dem Fall vom Justizministerium, nach Leuten gesucht, die das mit ihnen umsetzen können. Okay. Und du hast ja vorhin schon das Welcome Camp genannt. Und sie haben recherchiert nach Leuten, die sich mit Internet und Geflüchteten auskennen, die sich engagieren. Ja. Und haben das Welcome Camp gefunden und haben uns dann gefragt, ob wir jemanden kennen, der an einem solchen Projekt interessiert wäre, mitzumachen. Und dann haben wir gesagt, ja, kennen wir, nämlich uns. Perfekt. Wir setzen uns das gerne mit an einen Tisch und entwickeln das Konzept weiter und sehen zu, dass wir Räumlichkeiten, Leute, Veranstaltungen und Co. Auf die Beine stellen. Okay, aber was finde ich geil in Media Residence ist, da sind alle kostenlos und alle können die Dinger leihen, die Material von hier. Leihen, ja. Leihen von den Leuten, die sie brauchen. Das finde ich sehr geil und sie können auch so hier kommen und Laptops benutzen mit WLAN und so alles. Genau, und du bekommst hier ein Coworking Space. Great. Du bekommst, wenn du willst, Equipment zur Audio- und Videoproduktion. Ja.
Du bekommst Workshops, Know-how, du bekommst Leute, mit denen du reden kannst, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Jo. Das finde ich geil. Ich habe noch eine Frage. Wie feiert man denn Weihnachten in Afghanistan? Also es ist ganz unterschiedlich. In Kabul, wir machen Feiern Nacht, also Weihnachtens. Also ich meine, wir machen noch Weihnachtens. Bläh. Aber in Kabul machen wir eine große Party und wir gehen. Also wir bauen nicht so eine Blume oder so. Baum. So eine Blume hier? Ja. Aber wir bauen nicht eine sowas. Eine Weihnachtsblume. An welchem Tag feiert ihr denn? Also am Wochenende. Es kommt immer am Wochenende, also am Freitag. Afghanistan ist jeden Freitag ist Feiertag und wir das Dezember kommt doch. Also ich meine. Freitag ist Feiertag in Afghanistan? Ja. Und? Samstag und Sonntag, wir gehen alle arbeiten. Also wir haben nur einen Tag Feiertag. Ich möchte gerne ein YouTuber werden. Haben Sie auch einen Tipp für mich? Sollst du sagen, oder ihr? Und du sollst langsam reden. Ja, okay. Ich möchte gerne eine YouTuber werden. Was? Oh mein Gott! Ich finde, du machst das schon super. Mach ich super? Mach jeden Tag Content und dann wird das von ganz alleine was. Es geht ja um dich und du willst YouTube-Star werden. Ja. Und YouTube-Star wirst du ja nur mit Publikum. Das heißt, frag doch mal die Leute. Also, ich möchte gerne wissen, was wollen sie von mir sehen und was soll für euch ich muss machen. Ja, Kommentar bitte unten und Thumbs up und folge auch mich auf YouTube.